Nehemia. Kapitel 13. Und es ward zu der Zeit gelesen das Buch Mose vor den Ohren des Volks, und ward von den Brinnen geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter sollen nimmermehr in die Gemeinde Gottes kommen. Darum, dass sie den Kindern Israel nicht zuvorkamen mit Brot und Wasser und dingeten wider sie Beleam, dass er sie verfluchen sollte. Aber unser Gott wandte den Fluch in einen Segen. Da sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alle Fremdlinge von Israel. Und vordem hatte der Priester Eliasib in den Kasten am Hause unseres Gottes geleget das Opfer Tobias. Denn er hatte ihm einen großen Kasten gemacht, und darin hatten sie zuvor gelegt Speisopfer, Weihrauch, Geräte und die Zinten vom Getreide, Most und Öl nach dem Gebot der Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Rebe der Priester. Aber in diesem allem war ich nicht zu Jerusalem. Denn im 32. Jahr Artasastras, des Königs zu Babel, kam ich zum Könige, und nach etlichen Tagen erwarb ich vom Könige, dass ich in Jerusalem zog. Und ich merkte, dass nicht gut war, dass Eliasib an Tobia getan hatte, dass er ihm einen Kasten machte im Hofe am Hause Gottes. Und verdroß mich sehr und warf alle Geräte vom Hause Tobias hinaus vor den Kasten. Und hieß, dass sie die Kasten reinigten, und ich brachte wieder daselbst hin das Gerät des Hauses Gottes, das Speisopfer und Weihrauch. Und ich erfuhr, dass der Levitenteil ihnen nicht gegeben war, derhalben die Leviten und Sänger geflohen waren, ein jeglicher zu seinem Acker, zu arbeiten. Da schalt ich die Obersten und sprach: Warum verlassen wir das Haus Gottes? Aber ich versammelte sie und stellte sie an ihre Stätte. Da brachte ganz Juda die Zinten vom Getreide, Most und Öl zum Schatz. Und ich setzte über die Schätze Selemia, den Priester, und Zadok, den Schriftgelehrten, und aus den Leviten Pedaja, und unter ihre Hand Hanan, den Sohn Sachurs, des Sohns Matanias, denn sie wurden für treu gehalten, und ihnen war befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke, mein Gott, mir daran und tilge nicht aus meine Barmherzigkeit, die ich an meines Gottes Hause und an seiner Hut getan habe. Zur selben Zeit sah ich in Juda Kelter treten auf den Sabbat und Gaben hereinbringen und Esel beladen mit Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last zu Jerusalem bringen auf den Sabbattag. Und ich bezeugte sie des Tages, da sie die Fütterung verkauften. Es wohneten auch Türer drinnen, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften es auf den Sabbat den Kindern Judas und Jerusalems. Da schalt ich die Obersten in Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für ein böses Ding, das ihr tut, und brechet den Sabbattag? Taten nicht unsere Väter alle so, und unser Gott führte all dieses Unglück über uns und über diese Stadt. Und ihr machet des Zorns über Israel noch mehr, dass ihr den Sabbat brechet. Und da die Tore zu Jerusalem aufgezogen waren vor dem Sabbat, hieß ich die Türen zu schließen und befahl, man sollte sie nicht auftun bis nach dem Sabbat. Und ich bestellete meiner Knaben etliche an die Tore, dass man keine Last hereinbrächte am Sabbattage. Da blieben die Krämer und Verkäufer mit allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, einmal oder zwei. Da zeugete ich ihnen und sprach zu ihnen: Warum bleibet ihr über Nacht um die Mauer? Werdet ihr es noch einmal tun, so will ich die Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie des Sabbats nicht. Und ich sprach zu den Leviten, die rein waren, dass sie kämen und hüteten der Tore, zu heiligen den Sabbattag. Mein Gott, gedenke mir des auch und schone mein nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich sah auch zu der Zeit Juden, die Weiber nahmen von Astod, Ammon und Moab. Und ihre Kinder redeten die Hälfte astodisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern nach der Sprache eines jeglichen Volks.
und ich schalt sie und fluchte ihnen, und schlug etliche Männer und raufte sie, und nahm einen Eid von ihnen bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht geben ihren Söhnen, noch ihre Töchter nehmen euren Söhnen, oder euch selbst. Hat nicht Salomo, der König Israels, daran gesündiget? Und war doch in vielen Heiden kein König ihm gleich, und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum Könige über ganz Israel, dennoch machten ihn die ausländischen Weiber zu Sündigen. Habt ihr das nicht gehört, dass ihr solch groß Übel tut, euch an unserem Gott zu vergreifen und ausländische Weiber zu nehmen? Und einer aus den Kindern Jojadas, des Sohns Eliasibs, des hohen Priesters, hatte sich befreundet mit Sanballat, dem Horoniten, aber ich jagte ihn von mir. Gedenk an sie, mein Gott, die des Priestertums los sind worden und des Bundes des Priestertums und der Leviten. Also reinigte ich sie von allen Ausländischen und stellete die Hut der Priester und Leviten, einen jeglichen nach seinem Geschäfte. Und zu opfern das Holz zu bestimmten Zeiten und die Erstlinge. Gedenke meiner, mein Gott, im Besten.